ist wieder Urlaubszeit und wir wissen, was das heißt. Das ist die Zeit der Beschwerden über Reisemängel. Die deutschen Touristen sind am besten darin, sich zu beschweren. Man muss es ja wenigstens versuchen, Geld wiederzukriegen. Und unter 10% ist man ein Loser. Ich habe mal recherchiert. Es gibt zu wenig Kurse, die darauf vorbereiten, wie man sich richtig beschwert. Und auch die psychologische Betreuung, wenn man nichts findet und sich darüber ärgert bzw. Frust empfindet, ist unzureichend. Das ist ein Fall für die Verbraucherschutzministerin, wenn sie bis zur Wahl dabei bleiben möchte. Morgen geht's weiter.